Herzlich willkommen im Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten. Als Partnerklinik im Verbund mit dem Klinikum Friedrichshafen und der Klinik Tettnang profitieren Sie im Krankenhaus 14 Nothelfer von der interdisziplinären Zusammenarbeit der Ärzte und einer Vielzahl an Fachbereichen und Spezialisten unter einem Dach. Zwar geht die Geschichte des Krankenhaus 14 Nothelfer bis ins 14. Jahrhundert zurück, doch hat es sich immer wieder den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Der Verbund sichert somit die medizinische Grund- und Regelversorgung und den Ausbau des medizinischen Angebots vor Ort. Also das 14 Nothelfer ist geprägt von einer sehr persönlichen Atmosphäre. Wenn man das Haus betritt, kommt man in einen hellen, lichten Eingangsbereich mit freundlichen Mitarbeitern an unserer Pforte. Das Haus ist überschaubar und diese Sicherheit, diese Atmosphäre zieht sich eben vom Empfang bis auf die Station hindurch. Wenn der Patient zu uns kommt, soll er einerseits natürlich bestmöglichst behandelt, diagnostiziert und betreut werden von Ärzten, von Pflegekräften, von Servicekräften. Und dies, das ist unser ganz besonderes Profil, möchten wir in einer sehr familiären, kleinen Atmosphäre gestalten. Also der Patient muss ganz klar wissen, ich bin hier ernst genommen, meine Probleme, Sorgen und Nöte werden auch gehört und die Pflege und die Ärzteschaft kümmert sich um mich als Patient. Dass ich also gut versorgt bin und hier jederzeit kommen kann, rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Der Patient muss sich gleich wohlfühlen, das ist uns hier im Hause ganz, ganz wichtig. Einfach, dass er reinkommt, dass er gleich die Wohlfühlatmosphäre hier hat und dass er sich natürlich auch ernst genommen fühlt. Bei Notfällen, ambulanten und stationären Behandlungen stehen wir Ihnen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Radiologische Untersuchungen werden mit Geräten der neuesten Generation durchgeführt. Für die beste und gleichzeitig schonendste Diagnostik und Therapie unserer Patienten. Die Medizintechnik, wir sind auf dem neuesten Stand. Wir haben im laufenden Jahr, aber auch im vergangenen Jahr sehr stark investiert in den Bereich der Radiologie. Wir haben digitales Röntgen, wir haben heute ein modernes CT und weitere Großgeräte sind geplant, sodass die Medizintechnik auf dem aktuellen Stand ist. Wir haben wunderschöne, lichtdurchflutete, moderne Operationssäle. Sie sehen es im Hintergrund, den Baukörper, der auch prägend ist für das Krankenhaus. Das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bietet darüber hinaus kompetente spezialisierte Leistungen, zum Beispiel in der Chirurgie, in dem Bereich der minimalinvasiven Chirurgie oder auch im Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Außerdem arbeiten wir mit einem großen Netzwerk an Spezialisten für eine umfassende Versorgung. Also wenn Sie so wollen, haben wir einen Klinikverbund, in dem alle Spezialisten der Krankenhäuser für das jeweilige Krankenhaus tätig sind. Das heißt, das kleine Krankenhaus, das familiäre Krankenhaus Weingarten hat die Spitzenmediziner auch aus Friedrichshafen im kardiologischen Bereich. Es ist auch hier ein Schwerpunkt in der Lungenheilkunde, Pneumologie. Höchste fachliche Kompetenz ist für uns selbstverständlich. Aber sie ist nur ein Baustein für die Gestaltung unserer täglichen Arbeit. Das 14 Nothelfer im Speziellen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir neben den atmosphärischen Voraussetzungen für unsere Patienten einen sehr persönlichen Kontakt zu den Patienten haben. Sie werden hier von jeweils immer demselben Arzt betreut. Wir möchten, dass unsere Patienten uns vertrauen. Für uns steht der Patient im Mittelpunkt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Pflege leisten einen wichtigen Beitrag in der Behandlung und Betreuung der Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen stationär oder ambulant in unser Krankenhaus begeben müssen. Dabei orientieren sich die Pflegekräfte an den individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen. Jährlich schenken uns eine Vielzahl an werdenden Eltern ihr Vertrauen.
Bereits vor der Geburt sind wir für Sie da. Wir vermitteln Wissen und geben Ihnen Sicherheit. Wir bieten die Sicherheit der modernen Geburtshilfemedizin in den Räumlichkeiten dieses überschaubaren Krankenhauses an, mit sehr familienfreundlichen Strukturen, mit überschaubaren Strukturen und trotzdem in dieser übersichtlichen Struktur 24 Stunden Facharztpräsenz mit allen Möglichkeiten der modernen geburtshilflichen Medizin. Wenn Sie hier entbinden, die Eltern, dann ist es so, dass wir einfach ein kleines Krankenhaus sind. Wir sind ein sehr familiäres Krankenhaus. Wir können dadurch, dass wir so klein sind und nur so 600 Paare im Jahr auch betreuen, viel individueller auf die Paare auch eingehen. Der Kontakt von Mensch zu Mensch ist einer der wichtigsten Bestandteile gesellschaftlichen Lebens. Niemand ist gerne allein. Um der Vereinsamung älterer, kranker und pflegebedürftiger Menschen entgegenzuwirken, bieten Weingartener Bürgerinnen und Bürger einen ehrenamtlichen Besuchsdienst an. Für das Wohl unserer Patienten sorgen nicht nur Ärzte, Pfleger oder Therapeuten, sondern auch hinter den Kulissen sorgen unsere Mitarbeiter für optimale Abläufe. Es ist einfach so, jeder Patient bzw. jeder Mensch hat heute einen gewissen Lebensstandard, der einfach nicht mehr mit dem Standard von früher zu vergleichen ist. Und deswegen legen wir hier im Haus sehr viel Wert drauf, dass man auf der Komfort-Plus-Station einfach das Gefühl von auch ein Stück weit Hotel bzw. einfach auch von ein Stück Zuhause widerspiegeln können. Wobei die Medizin im gesamten Haus überall dieselbe ist, aber das ist wie mit der Business Class und Economy Class. Der Pilot ist immer derselbe, aber der Patient, der etwas mehr Beinfreiheit möchte, bucht sich diese zu. Wir wollen weiterhin den persönlichen Kontakt zu Patienten, aber auch zu unseren Einweisern pflegen. Wir wollen den Sicherheitsaspekt im Bereich des Medizincampus Bodensee in das Zentrum unserer Arbeit stellen. Und ich denke, damit sind wir für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt im Kontext der Grund- und Regelversorgung mit eben den Spezialisierungen in den jeweiligen Bereichen.